Hallo, Servus und herzlich willkommen hier bei uns den Seven Grapes. Und ja, die Silver Trauer aus der Palz spielen Klemmbausteine. Ich bin der Christian und ich muss euch was zeigen. Und diesmal gehen wir wieder ins Jahr 1986. Also das Ding ist richtig alt. Und zwar der Polarkopter. Und ob er komplett ist und wie er sich aufbaut, schauen wir uns jetzt an. Und danach sprechen wir drüber. Los geht's. Thank you.
Also vorneweg, er ist nicht ganz komplett. Hier hinten fehlt uns leider ein transparenter, ich glaube, er ist rund, ja, ein runder Stein, transparenter runder Stein, der hier als Licht angedeutet war, aber den finde ich definitiv noch. Habe ich jetzt nur zum Aufbau nicht gehabt. Und ich musste feststellen, dass wir scheinbar damals, wie gesagt, er ist ja aus der Lego-Kiste, zwei von diesen Arctic-Sets hatten aus der Lego-Technik-Reihe. Und zwar hatten wir wohl zwei dieser Figuren. Jetzt muss ich mal schauen. Irgendwo. Sekunde. Da, aus der Box gekramt, fliegt die nämlich rum. Und zwar, ich habe hier noch so eine Figur. Dem einen oder anderen wird sie bekannt vorkommen. So. Aber es ist nicht die Figur, die original bei diesem Helikopter dabei war, weil die wäre nämlich rot gewesen. Und auch, also einen roten Bauch hatte die. Und was auch der Unterschied ist, und zwar hätten wir gelbe Skistücke und rote Ski. So, aber ich kriege definitiv das andere Set, wo diese Figur dazugehört, nicht zusammen. Ich weiß nicht, was das für ein Set ist. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es in die Kommentare. Leider ist auch diese Figur extrem bespielt, wenn auch das Gesicht und so noch geht. Aber hier hinten ist irgendwie mit dem Edding leider draufgemalt worden, ne? Wie das die Kitties früher gemacht haben. Da wurde halt alles bemalt und bekritzelt. Ihr könnt mal gerade fast meinen, da ist noch Ketchup drauf. Was es nicht ist, ist also der gleiche Edding. Aber der Helm, der ist schon ziemlich durch. Genau. Aber der Kollege würde jetzt halt da drin sitzen. Wir haben diesen Helikopter. Ja, hier vorne habe ich ein bisschen zu eckig gebaut. Das wäre ein bisschen runder normal, aber ja, Gott, mein Gott. Man merkt an den Teilen, gerade an dem Weiß, diese Steine sind halt einfach alt. Also, vielleicht seht ihr das ja ein bisschen hier hinten. Habe ich das an? Seht ihr das? Das ist einfach vergilbt. Also, da haben einige Steine echt was abbekommen über die Jahre. Die haben halt einfach in ihrer Farbe extrem nachgelassen, sind verblasst, vergilbt. Gerade bei Weiß, da ist dieses Vergilben halt leider nicht von der Hand zu weisen, sieht man. Dann habe ich gesehen beim Aufbau, da war ich dann auch echt vorsichtig, dass dieser lange Technik-Brick hier tatsächlich auch kaputt ist. Der hat hier einen Kratzer. Also, was heißt ein Kratzer? Ein Sprung. Der ist gesprungen. Kann man das erkennen? Da sieht man es. Seht ihr das? Da. Der ist gesprungen. Deswegen war ich extrem vorsichtig, dass der nicht noch ganz kaputt geht. Kommen wir mal zur Funktion an sich. Was ich generell cool finde, ist einfach mal die Tatsache, dass er einfach mit sehr vielen Lego-Teilen angedeutet war, diesen klassischen Copter, wie man den vielleicht auch von damals kennt, ne? Diesen Helikopter mit diesem Glas, dieser Verglasung hier vorne, den man ja auch im Alpenbereich, vielleicht auch zur Alpenrettung da so benutzt hat, der über die Alpen geflogen ist, ne? Oder gerade da, wo halt in Skigebiet und so. Also das Modell an sich von der Optik, das kennt man. Also ich fand das schon ein cooles Modell damals. Das ist definitiv auch kein Modell, was ich damals bekommen habe, das weiß ich. Also das muss schon irgendwie damals von meiner Schwester oder so noch gewesen sein, die auch mit Lego gespielt hat. Ich weiß auf jeden Fall, der kann nicht von mir sein, weil da war ich 4 Jahre alt, als das Ding rauskam. Kommen wir mal zur Funktion. Man hat ja diesen angedeuteten, soll man sagen, Schaltknüppel, um halt den Helikopter zu steuern, hochzuziehen, nach unten zu lenken. Hat aber keine Funktion, ist rein Attrappe. Er hat aber hier natürlich die Funktion mit diesem Steuerrad oder mit diesem Drehen, dass man die Rotorblätter, ich muss das mal festhalten, die Rotorblätter halt bewegen kann. So, das funktioniert eigentlich ganz gut. Hier oben fehlt ein Brick. So ein Blay, also wie soll man sagen, so eine Art Scheibe, die noch als weiß hier oben drauf war. Die habe ich leider auch nicht gefunden. Also es fehlen insgesamt 2 Teile. Und was wohl auch war, wenn ich jetzt auf das Bild nochmal schaue, es gab ein paar Aufkleber. Anleitung habe ich auch. Hier haben wir wieder klassisch gelocht.
Ja, die ist auch schon sehr, also die ist wirklich durch. Durch in Anführungszeichen, also immer nur noch gut, ja, also ich meine, fällt nicht, aber sie fällt halt aus, eine Seite hier in der Mitte, die leider rausgeht. Auf jeden Fall cool, unabhängig davon auch wieder ein B-Modell, ja. Einfach schön direkt mit möglich ein zweites Modell zu bauen. Also funktional, wir haben hier die Rotorblätter, die sich drehen. Und damit konnte man halt dann relativ cool spielen. Ne? Dann ist er da rumgeflogen, hat dann halt nebenbei gedreht und hat da gespielt. Was ich so ein bisschen komisch fand, aber ich habe extra nochmal geschaut, und zwar dieses Rotorblatt, hier oben die Rotorblätter, die wurden damals schon einfach nur so aufgesteckt. Mit einem, ich glaube, das ist ein Achter oder ein Zehner von dem Technikstäben hier. Und es sitzt halt einfach nur hier drin. Und da unten ist so ein 4x2er-Plate mit Löchern. Also so wie es hier oben ist, ist auch nochmal hier unten. Und da wird diese Stange einfach eingesetzt. Und dann sollte es da drin quasi sich festsetzen. Also ich hätte, man hätte da einfach noch ein Stückchen tiefer gehen können, dass das dann nicht so wackelt, finde ich. Ansonsten ist es eigentlich schon. Ja, also ich fand es schon damals eigentlich ein recht schönes Set. Ich muss sagen, vom Aufbau her macht's Spaß, aber ich habe mich schon immer ein bisschen gequält hier bei diesem, bei dieser Konstruktion des Cockpits. Konnte ich mich noch gut dran erinnern. Das hat mir damals schon nicht so zugesagt. Jetzt, wo ich drüber spreche, sehe ich auch, dass hier noch ein Pin fehlt. Den bauen wir mal direkt noch rein. Ha! Gut, dass wir drüber gesprochen haben, weil hier, da fehlt er noch. Den bauen wir mal noch ein. Geschafft. So, da. Jetzt haben wir ihn drin. Da passt's. Wunderbar. Also, der Lego Technik Polarcopter 1986. Ich habe es euch unterschlagen. Er hat 239 Teile. Also fast so viel wie der Dune Blaster, den wir im anderen Video schon mal vorgestellt haben. Ist halt viel mehr klein. Viel mehr kleine Teile. Ansonsten leider nicht ganz komplett. Es fehlen zwei Teile plus die Figur und die Tatsache, dass die Ski und die Skistücke quasi einmal farblich verkehrt rum sind. So viel dazu. Lasst mal in den Kommentaren da, ob ihr auch von dieser Lego Technik Arctic Serie was bei euch noch rumstehen habt. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, lasst ein Abo da, ein Like und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.